Okay, so today we're going to compare cold approaching tactics, and we're actually going to compare how girls advise me to cold approach other girls and how I would, from my own experience, say it is best to cold approach women. And we're going to see if women actually know what the fuck they're talking about or if men know it better. Because the theory on the internet is that women don't know what they're talking about, and I'm here to either break that theory or really test it out. Okay. Also wurdet ihr schon mal angesprochen von irgendjemandem? Generell? Ja, ja? Generell schon. Okay. Und habt ihr Ja gesagt oder Nein gesagt dazu eher? Ich würde sagen, meistens eher Nein. Okay. Und einfach weitergelaufen, aber manchmal hat man sich dann doch kurz unterhalten. Ja. Okay. Und aus welchem Grund habt ihr Ja oder Nein gesagt? Alter, würde ich manchmal sagen. Oder auch, was gesagt wurde, also wenn das halt, weiß ich nicht, irgendwie nett rüberkam und eher so, weiß ich nicht, schüchtern oder so, dann bleibt man eher nochmal stehen und redet miteinander, okay, als wenn das eher so, ey Bro, darf ich deine also Nummer? Selbstbewusstsein dann, so mäßig. Ja. Und dass man halt nicht direkt kommt, so, hey, krieg ich deine Nummer? Sondern ja, okay. Nicht sagen, ey, ich möchte deine Nummer, dann ist man raus. Okay. Und wenn ich jetzt zum Beispiel euer bester Freund wäre, mhm, und ich würde jetzt sagen, hey, da ist ein total süßes Mädchen in meiner Klasse. Was würdet ihr mir dann für Tipps geben, wie ich sie ansprechen kann? Also wie würdet ihr sagen, hey, sag das und das zu ihr, red so und so, sei das und das? Vielleicht erstmal versuchen, irgendwie ein Gespräch zu führen. Also okay, nicht direkt so auf irgendwie Nummer klären oder so, sondern erstmal so ein bisschen Kontakt aufbauen. Okay. Und dass die so ein bisschen abchecken kann, wie man wer so man ist, halt auch ist. Und okay, damit die so einen Eindruck von einem bekommt. Okay, okay. Und für was, nach was sollte man dann am besten fragen? Also sollte man eher so nach Nummer fragen oder nach Snapchat oder nach Instagram? Und sollte man generell fragen nach so direkt, ob die Zeit hat, also ob sie jetzt Zeit hat, sich zu treffen? Oder eher nicht? Würde ich nicht machen. Also da habe ich immer, das wirkt übel cringe irgendwie. Ja. Ich glaube, wenn man wirklich nur eine Person anspricht, so mal eben, würde ich nach Instagram, glaube ich, fragen. Das ist so am offensten. Und Nummer würde ich halt, keine Ahnung, wenn man eh schon die ganze Zeit zusammen studiert oder so und schon dann, viel zusammen macht, dann ist Nummer schon persönlicher, dann kann man das, glaube ich, auch machen, aber sonst kommt ein bisschen drauf an, wo man die Person anspricht. Ja. Okay, also generell würdet ihr eher sagen Insta? Eher Insta oder halt Snapchat, weil man da nicht direkt die Nummer braucht und dann kann man immer noch später nach der Nummer fragen. Alles klar, gut. Okay. Und was sagt ihr so über diese, also ich kann mir schon die Antwort denken, aber was sagt ihr so über diese... Über diese, also auf Englisch sagt man Pick-up-Lines dazu, also wenn man einfach zu einem Mädchen hingeht und sagt, hey, dein Pulli sieht gut aus, aber meiner wird dir besser stehen, sowas. Nee, dann, das ist eher nicht so unser. Nee. Ja, gut. No, das hätte ich mir auch schon denken können. Okay, okay, alles klar, vielen Dank. Okay. Also, wurdet ihr schon mal angesprochen überhaupt? Ja, einmal. Ja? Ja? Okay. Habt ihr Ja oder Nein gesagt und was war der Grund, dass ihr Ja oder Nein gesagt habt? Also, nein, aber weil es halt, also weil der Typ komisch drauf war und so, irgendwie angetrunken war und das nicht so ernst gemeint hat. Also, okay. Ja. Okay. Und bei dir? Also, ich hab Ja gesagt, aber ich. Also, ich habe ihm dann mein Insta oder so gegeben, aber er hat mich dann auch nicht angeschrieben. Also, er hat es, glaube ich, auch nicht ernst gemeint. Okay. Aber es war auch nicht schlimm. Also. Und warum hast du Ja gesagt? Einfach, weiß nicht, ich habe nichts zu verlieren. Einfach mal. Okay. 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 Wenn ich jetzt euer bester Freund wäre und dann so fragen würde, hey, da ist ein süßes Mädchen in meiner Klasse und die möchte ich gerne ansprechen, was würdet ihr mir dann für Tipps geben, also wie ich auf sie zugehen soll, wie ich sie ansprechen soll, was ich sagen soll? Also ich würde erstmal, glaube ich, mit dem Mädchen reden, einfach mal so abchecken, was sie, weiß nicht, so ein bisschen rausfinden, was sie so mag oder so vielleicht und dann einfach dir dann sagen, damit du dann da auch, keine Ahnung, dir da Ideen holen kann, so mäßig. Okay. Also erstmal normal halt mit ihr reden, oder? Ja, also nicht zu viel auf einmal und so, und dass man vielleicht halt erstmal sowas so zusammen macht und dass man halt dann weiß, so was sie gerne machen würde. Aber was würdet ihr mir denn sagen, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, hey, ich kenne die überhaupt nicht, es ist erster Tag in der Schule, ich möchte die ansprechen. Was würdet ihr mir dann so empfehlen? So, soll ich erstmal so ein normales Gespräch anfangen oder soll ich direkt zu ihr hingehen und so fragen, so, hey, krieg ich deine Nummer, krieg ich dein Insta, krieg ich dein Snap? Ich glaube, ich würde erstmal normal ansprechen, also nicht direkt offensiv drauf los, sondern erstmal so abchecken, also ob das auch passt mäßig oder wie man sich versteht miteinander. Ja, genau. Alles klar. Oder ob sie gerade selber überhaupt Interesse an einer Beziehung hat. Okay, alles klar. Und was würdet ihr sagen, nach was man am besten fragen soll? Also nach was ihr am liebsten gefragt werdet, also Nummer, Insta
Snap oder quasi so, ob ihr jetzt Zeit habt, ob ihr jetzt quasi euch treffen wollt? Eher so wahrscheinlich eher Insta oder Nummer halt, aber ja, also ich sag mal, so wenn ich die Person halt noch nicht kenne, dann gleich irgendwo so mit der hinzugehen, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen würde, aber ja. Okay. Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool, wenn man, also ich wurde noch nie so direkt gefragt, ob man jetzt direkt was machen will, also ich finde das eigentlich cool, aber es ist natürlich auch ein bisschen, so wie du sagst, ein bisschen gruselig, kann man weiß, was ich, was da passiert. Und wenn nicht, dann halt irgendwie nach Nummer fragen. Okay, so. Also du würdest eher nach Nummer gefragt werden wollen als nach Instagram? Ja, finde ich einfach, ich weiß nicht, so nach Nummer oder also nach Snapchat oder nach Insta gefragt zu werden, klingt für mich immer direkt so, keine Ahnung, hat irgendwie einen anderen Vibe, wie direkt nach Nummer zu fragen, finde ich irgendwie. Also du findest es gut, wenn es eher so ein bisschen persönlich ist. Ja. Okay, perfekt. Was haltet ihr denn von so, ich weiß, auf Englisch heißt es Pickup Lines, wisst ihr, was das ist? Ja. Nicht so gut, oder? Ich find's lustig eigentlich, ich find sowas cool. Yeah. Also wenn sie gut sind. Ja. Wenn sie gut sind. Also wenn jetzt ein Typ auf dich zukommen würde und fragen würde, was weiß ich, irgendwie, dein Pulli steht dir gut, aber meiner wird dir besser stehen, dann würdest du so sagen, so ja. Ich fänd's lustig, ja. Okay. Doch, ist schon lustig. Okay. Ja. Alles klar, dann vielen Dank. Okay. Also erstmal, wurdet ihr denn überhaupt schon mal angesprochen? Nee. Noch nicht? Mm-mm. Auch noch nicht, okay. Also, wenn ihr dann angesprochen werden wollen würdet, wie würdet ihr dann am liebsten angesprochen werden? Also was würdet ihr sagen? Würdet ihr am wenigsten drüber nachdenken, jetzt zum Beispiel von euch so Nummer zu geben oder Insta zu geben oder Snap zu geben? Also wenn jemand so asozial ist und sagt so, hey Puppe oder so eine Art, das geht gar nicht. Aber wenn jetzt so jemand kommt und sagt, hey, ich finde dich voll hübsch, das finde ich wirklich, also du bist hübsch, das ist so richtig meine Traumvorstellung quasi. Okay. Und wenn ich jetzt zum Beispiel euer Freund, also nicht euer Freund, sondern euer bester Freund wäre und ich bin jetzt zum Beispiel in der neuen Klasse und ich möchte jetzt da ein Mädchen ansprechen, was würdet ihr mir dann für Tipps geben? Aaron, pass auf. So. Vielleicht so ein bisschen die Aufmerksamkeit erstmal von einer bekommen und dann auch wirklich immer nett sein, höflich, Tür aufhalten, immer nett sein, ja. Okay. Und ich würde auch vielleicht nicht nach der Nummer fragen, das ist schon ein bisschen zu persönlich, aber vielleicht Insta. Insta, okay. Genau, das würdet ihr sagen, es ist eine gute Idee, zu einem random Mädchen jetzt hier zum Beispiel hinzugehen und dann so zu fragen, hast du jetzt Zeit? Also würdest du jetzt gerne auf ein Date gehen? Ja, ich meine, man kann es immer machen. Es gibt ja spontane Typen und so. Also ich finde es schon cool, wenn man das macht. Okay. Aber ihr persönlich würdet jetzt dann eher Nein sagen, oder? Kommt drauf an, wenn ich jetzt so sagen könnte, ja komm, ich bin mit meiner Freundesgruppe da, willst du mit uns mitkommen, wir lernen uns kennen, dann würde ich schon Ja sagen. Okay. Und du? Also eigentlich eher, wenn ich nicht mit der Freundesgruppe bin, weil wenn man mit der Freundesgruppe bin. Lass uns alle zusammen. Ja, keine Ahnung. Also eher alleine. Okay, alles klar. Und was würdet ihr jetzt über, ich weiß nicht, wisst ihr, was Pickup Lines sind? Ja. Genau, was würdet ihr darüber sagen? Ich gibt's jetzt auch. Einfach nein. Nein. Es gibt so cringe Pickup Lines, wo man sich denkt, nee, aber es gibt natürlich auch süße, wo man sich denkt, okay, der war jetzt schon gut. Yeah. Ja. Aber ist dann, okay. Aber dann eher witzig oder so? Ja, schon eher witzig. Das ja, eher witzig. Nicht so auf Ernst. Das wäre echt ein bisschen peinlich so. Okay. Alles klar, vielen Dank. Wurdet ihr denn schon mal angesprochen überhaupt? Nein. Noch nicht? Du? Versteht nicht so gut. Ach so, was verstehst du für eine Sprache am besten? Versteht sie Englisch? Ein bisschen, aber am meisten. Englisch? Also bei der Arbeit kannst du das mir erklären, was das okay. bedeutet. Okay. Ist schon mal ein Typ auf dich zugekommen und hat dich gefragt, ob er deine Nummer kriegt oder sowas? Oder ob er dein Insta kriegt oder sowas? Noch nie? Ja. Yeah? Okay. Und hast du dann Ja gesagt oder Nein? Beide. Nein. Auch Nein und auch Ja. Okay. Wurdest du schon mal angesprochen? Ja. Ja. Ja, okay. Und hast du Ja gesagt oder Nein? Kommt drauf an, wenn ich die irgendwoher kannte oder wusste, dass Leute dich kennen, dann Ja, wenn nicht, Nein. Okay. Also wenn du sie gekannt hast, dann Ja, wenn nicht, dann Nein. Okay. Wenn ich jetzt euer bester Freund wäre, und fragen würde, hey, in meiner Klasse ist voll das süße Mädchen und die möchte ich gerne ansprechen. Was würdet ihr mir dann für Tipps geben? Halt erstmal probieren, sie irgendwie kennenzulernen. Okay. So, und vielleicht mit ihren besten Freunden reden oder mit Freunden von ihr. Okay. So erstmal und dann so. Also nicht direkt auf sie zugehen, fragen, kriege ich dann eine Nummer? Nein. Nein. Und wenn ihr dann gefragt werdet, würdet ihr dann lieber nach einer Nummer gefragt werden oder nach einem Instagram oder nach einem Snapchat oder nach einem direkten Date quasi? Also wenn ihr
wenn ihr angesprochen werdet, würdet ihr dann so sagen, so ja, wenn mich ein Typ jetzt fragen würde, hast du jetzt Lust mit mir auszugehen, würdet ihr dann eher sagen, gut oder nicht? Ich würde eher sagen, eher nach Instagram oder Snapchat okay. erstmal fragen und nicht direkt nach der Nummer. Oder? Nicht nach der Nummer und auch nicht nach quasi jetzt treffen. Nicht direkt, eher mal Instagram oder Snapchat. Okay, alles klar. Hi, eine kurze Frage. Mhm. Ich habe dich schon mal gesehen hier und ich finde dich voll hübsch. Deswegen wollte ich mal kurz fragen, ob ich deine Nummer bekomme. Ja, okay. Ja, das ist ein Ja, perfekt. Wie war dein Name? Johanna. Johanna? Okay. Ich bin Jakob, ja? Ich schreibe dir. Vielen Dank. Kann es sein, dass ich aus dem Gym kenne? Nicht? Achso, okay. Kann ich dir helfen? Ja? Kennst du dich aus? Ja, ich bin hier oft, ja. Okay. Was für ein Buch suchst du denn? Das ist eigentlich eine Sachliteratur. Sachliteratur? Ja, ich bin wahrscheinlich falsch. Ich war schon über. Boah, da müsste schon, glaube ich, eher oben gucken, weil beim Bestseller ist das gemein, das nicht, oder? Ja, weil es war ein Spiegel-Bestseller. Ach so. Aber vorhin ist auch nicht. Und okay. Dann wollte ich zur Medizin, aber die ist auch irgendwie woanders. Hi. Hi. Ich habe dich vorher mal gesehen und ich fand dich voll hübsch, aber ich habe mich dann irgendwie nicht so richtig getraut, dich anzusprechen. Deswegen wollte ich jetzt fragen, ob ich vielleicht deine Nummer oder deine Insta bekomme. Ja, kannst du mein Insta ja? haben. Ja, perfekt. Hallo, man ist wahrscheinlich. So, muss Flugmodus vielleicht noch auf. Oh, ja, das wäre es weit, ja. Wie heißt du eigentlich? Lilly. Hi, ich habe dich vorher mal gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Deswegen wollte ich jetzt vielleicht fragen, ob ich dein Insta oder deine Nummer oder sowas bekomme. Nicht? Schade, schade. Schön, dass du mich angesprochen hast. Ja. Ich habe dich vorher mal gesehen auf der Straße und ich hatte dann nicht so richtig den Mut, dich anzusprechen. Deswegen wollte ich fragen, kriege ich vielleicht deine Nummer? Ich bin zurzeit irgendwie so gar nicht so auf Kontakt aus. Nicht? Für mich, nee, auch nur ganz kurz hier in Freiburg. Okay, alles gut, ja. Aber cool, dass du. Entschuldigung. Eine kurze Frage. Ich habe dich vorher schon mal gesehen. Und ich fand dich da voll hübsch, aber ich hatte nicht irgendwie so den Mut, dich anzusprechen. Kriege ich vielleicht deine Nummer oder deine Insta? Okay, ich kann dir mein Insta geben. Ja? Yeah? Perfekt. Voll mutig. Ja, echt so. Voll mutig. Vielen Dank. Jetzt wird man auch mal belohnt dafür. Passiert das oft bei ihr, oder? Also, passiert das oft? Achso, manchmal, keine Ahnung. Ja? Wie heißt du? Okay, Katharina. Okay, vielen Dank. Und ich will, dass du voll süß aussiehst, deswegen. Sorry, dass ich es so direkt sage, aber kriege ich vielleicht deine Nummer oder dein Insta? Oh, okay. Tut mir leid. So as you see, today I had a 50% success rate with taking the advice from girls that they gave me. And I just want to give this advice to you because I think it works really well and I found the reasons as to why this sort of line that I'm about to tell you works so well and why it has a 50% catch rate. If you speak confident and blah, 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 blah.
But these are the things you will say. You will say, hi, I'm, insert your name. And I saw you here before, or I saw you before walking on the street and I was too shy to approach you. But now I thought, I'm gonna hate myself later if I'm gonna hate myself if I don't walk up to you and approach you right now. And I just wanted to ask if I could get your number or your Instagram or whatever you want. But this is really important that you say, at first I was too shy, but then I manned up and walked to you. Now, why is this so important? Why can't you just say, you're beautiful, can I have your number? Because it will let herself figure it out for herself that she's beautiful. Now, you as a man are supposed to be courageful, and many people will say that this advice is wrong. And they can watch the video along. I say this every single time, and I got rejected only by girls who were basically brutally broken up with, like a day ago or something, had a boyfriend, or just ignored me because they wanted to destroy my soul. But if you get to talk with a girl, and if she doesn't immediately say, I've got a boyfriend, she will basically say yes, because she will say, okay, this guy didn't have the courage to walk up to me first, but then because I am so beautiful, he did it anyway. And this is the cool thing about this, because she will then figure out herself that she's beautiful. And if she has this feeling, this guy made me realize that I'm beautiful, it's the same feeling as you have towards me. If I taught you how to do self-improvement, you will have this kind of admiration for my teaching style and for this channel in general, that you will think, okay, this guy made me realize how good I am, and how much better am I then than the YouTuber who will just tell you, you're great, you're capable of great things. I show you, I let you realize it yourself. I show you how beautiful you are. I show you how great you are. And this is what will always work and what has always worked. Because you're so beautiful is faster said than done. If you tell her what you did and let her figure out the rest, you're in. I hope you enjoyed this video. I hope you drew some inspirational lessons from it. I'm again sorry that it's in German, but we're in Germany and cold approaching in English in Germany doesn't fucking work. It doesn't work. No one speaks English around here, but yeah, but me. So have a nice day and cold approach one woman this week and one woman next week, and set this goal to cold approach one woman every single week. Because even I, even the self-improvement artist, I'm the rule book self-improvement artist. I love to be there. I don't think you can see it, but there's beautiful nature around there. It's just too dark to realize that. But I like to be on a mountain, isolated from everyone, meditating there. That's what I love. Being in my room, praying, doing all these good things. That's what I love. I don't love to be around. And even I was able to cold approach 10 women in one day, which is huge progress for me. That's more women that I cold approached in 2023 and 2024 put together. And that's one day. So you will certainly be able to cold approach one woman a week. Have a nice day. Live in courage. Be brave. And be strong. And master your mind. May the Lord, the Holy Jesus above, protect you and your family and everyone who you pray for. Please pray for me. I'm praying for you.